zweiten Beitrag geht es das da, um Rucksäcke. Wer kennt das nicht? Jeder Prepper hat mindestens, ja, weiß ich nicht, ich habe viele oder einige Rucksäcke. Und die meisten sind anders aufgebaut wie der hier. Wobei der hier sehr gut ist. Also mehr oder weniger ein Rucksack für einen Jäger. Mit sehr vielen Vorteilen, gut gepolsterten Gurten, guten Rückenteil. Einem wirklich sehr guten Gestänge mit drin. Hat allerdings schon eine relative Grundschwere eben durch das Stahlgestänge. Ja, ein Review dazu hat ein guter Bekannter, guter Freund von mir gemacht. Den Link findet ihr unten. Oder ich blende ihn oben ein, je nachdem was funktioniert. Extra Links kann ich meistens noch keine Beschreibung setzen. Was man dazu haben sollte oder sich besorgen könnte, für egal welchen Rucksack, ist so ein, ich sag mal, Rucksack-Pariser. Ein regenfester Überzug für einen Rucksack. Wir nehmen am besten eine relativ neutralen Farbe, dann kann man so einen militärisch wirkenden Rucksack auch ganz schnell in einen Wanderrucksack umwandeln. Zudem ist er halt wasserdicht. Ich habe hier diesen Pariser genommen für die 100 Liter Ausführung eines Rucksacks. Der hat zwar maximal 90 Liter, wenn man ihn aufbaut. Wie gesagt, eine gute Produktvorstellung hat jemand anders schon gemacht. Da verzichte ich jetzt drauf. Aber ich habe eins festgestellt, 100 Liter kriege ich auch über den 50 Liter drüber. Und mein 50 Liter, den ich euch vorstellen werde, auch noch zeigen werde, der hat nicht wirklich 50 Liter. Ja? Die Basis hat 50 Liter. Wenn man ihn ein bisschen aufmotzt, dann hat er weit mehr, so um die 70 Liter, 80 Liter. Den kann ich immer noch kleiner ziehen, wenn es ist. Habe ich also immer einen Rucksack dabei. Was ich auch noch drin habe, ja, in der Seitentasche, sind Sachen wie Handschuhe. Meistens vergesse ich die Handschuhe, wenn ich unterwegs bin. Und dann ärgere ich mich, wenn ich kalte Dinger kriege. So. Sonst ist der Rucksack in dem Fall leer. Es geht jetzt auch hier nicht um den Inhalt des Rucksacks. Oder was drin wäre. Drin ist eigentlich nur noch Ersatzklamotten, die sind eingeschweißt. Und ja, ein paar Kleinteile. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe euch schon mal in einem Video meine Umhängetasche gezeigt. Die hier. Ihr seht, die ist jetzt mittlerweile, sieht sie viel weniger aus. Da waren nämlich noch einige Seitentaschen dran. Und da geht es mir eigentlich drum. Um diese Schlaufen, genannt auch Molle. Molle-System. Warum liebe ich dieses Molle-System? Weil man eben aus so einer kleinen Tasche mehr Volumen machen kann. Dann kann man hier nochmal Taschen dran befestigen, Fächer dran befestigen, hier, hier. Ja. Und an diesen Taschen mit einem Molle-System, das könnte man nochmal stacken. Dann wird es halt unhandlich beim Tragen. Ich habe im Herbst umgestellt, um mir einen meiner Rucksäcke zu ersparen, also den hier wegzusparen, nicht mehr mitschleppen zu müssen, habe ich das alles in einen einzigen gepackt. Das sieht dann so aus. Ja, der war vorher schon da, jetzt ist es halt nochmal um diese beiden kleinen Taschen, diese Tasche auf der Seite und zwei Taschen auf dieser Seite. Ich war übrigens an meinem kleinen Umhängetischchen dran. Erweitert worden. Jetzt habe ich aus dem kleinen 5 Liter Rucksack, naja, ich würde sagen, einen 10 Liter Rucksack gemacht. Ich baue den jetzt wieder um. Warum? Im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, da ist er noch relativ gut zu tragen gewesen. Und mit zunehmender Glätte, rutschigem Laub, Schnee, ist er nicht mehr optimal, weil die Gewichtsverteilung einfach zu schlecht ist. Daher nehme ich mir meinen 5 Liter Rucksack, auch ein Molle-Rucksack, und werde den dann entsprechend so umbauen, dass alles, was hier dran ist, wieder hier dran ist. So viele Teile davon. Eigentlich kriege ich alles unter, lässt sich noch leichter tragen. Ja, Molle sieht militärisch aus, wie gesagt, man kann das mit einem Überzug etwas entschärfen. Aber ehrlich gesagt, es laufen halt so viele Leute mit solchen militärisch wirkenden Rucksäcken herum, dass es auch im Krisenfall nicht sonderlich schlimm sein wird. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Ja,
Ich habe aber nicht nur diesen Rucksack hier auf Molly basierend, ich habe auch noch andere Sachen. Einen Trinkschlauch, wie man unschwer erkennen kann, hat der auch ein Molly-Schlafen drauf, sogar noch zwei Spare-Clips. Den kann man auch aufklappen, hat hier hinten natürlich auch noch mal Molly-System und hat sogar eine Innentasche. Ja, den kann man entweder auch hier an dem Rucksack praktisch festmachen oder an anderen Dingen festmachen und kann hier nochmal Molly draufklicken, wenn man seitwärts anbringt. Dieser Rucksack hat ein Rückenfach, in dem Fall würde ich meinen Trinkrucksack hier im Rückenteil verstauen und würde dann entsprechend das Trinkschlauch, den Trinkschlauch hier nach außen bringen, sodass ich ihn immer vorne habe. Aber vielleicht ist man unterwegs und will dann den so benutzen und nur das Wichtigste dran machen. Dann besteht eben die Option, zum Beispiel hier nur eine Tasche dran zu machen oder vielleicht auch nur das erste Hilfeset dran zu machen. Und so kann man das immer wieder leicht umbauen. Was es noch gibt im Molly-System, das ist das hier. Das ist eigentlich eine Weste. Die hat innen sogar Einschübe für ballistische Platten, die ich nicht verwende. Aber wie ihr seht, hat es auch Molly. Auch hier kann man dann nur das Nötigste dran klippen, im Sommer oder auch so über der Jacke getragen. Das ist eine ziemlich große Weite, die kann man auch hinten mal verstellen, wenn sie zu klein ist. Natürlich hinten auch nochmal Molly drauf. Kann man ja nur die nötigste Ausrüstung mitnehmen. Zum Beispiel, wenn ich angeln gehe, nur eine Angelrute in der Hand und die Hakenbox oder Köder, was man also zum an Kleinteilen braucht, einfach an der Weste befestigt. So, bevor es zum eigentlichen Umbau geht, möchte ich euch mal zeigen, wie so ein Molly-System überhaupt funktioniert. Dazu habe ich mal eine Tasche von mir genommen. Wir nehmen am besten mal das Rückenteil, dann kann man es am leichtesten sehen. Viele Leute wissen nämlich gar nicht, wie man so ein Molly-System wirklich festmacht. Und da fängt es schon an. Es gibt welche, die haben schon Schlaufen dran mit Druckknöpfen. Und es gibt andere Taschen, zeige ich später noch eine, die haben das nicht. Da muss man dann Alice-Clips oder Molly-Clips dazu kaufen. Festgemacht wird es, indem man es verwebt. Es wird wirklich verwoben. Das heißt, man sucht sich erstmal die Stellen raus, wo man es durchhaben will. Und dann zieht man es erst einmal durch. Also alle vier Teile einmal durch. Und dann den nächsten Punkt macht man hier oben durch. Das heißt, er wählt wirklich den hier oben durch. Auch wieder alle vier Schlaufen. Es kann bis zu zweimal, dreimal gehen, wenn ihr längere Clips habt. Dieses auf und ab. Es geht aber, wenn man mal geübt hat, relativ leicht. Und dann führt man es wieder auf der Weste oder auf dem Gegenstück durch. Es empfiehlt sich natürlich, wenn man diese Taschen vorher leer macht. Dann tut es sich leichter, als wenn man die voll bestückten Sachen dran machen will. Allerdings leere ich meine fast nicht mehr aus. Ist auch der Vorteil, man hat ja schon alles ein bisschen sortiert in den kleinen Taschen drin. Ja, und dann klipst man diese mit dem Inneren fast einfach unten zusammen. Und schon sind die ganzen Sachen stabil befestigt und die fallen auch nicht mehr beim Laufen ab. Ja, und schon habe ich hier eine Weste mit einer Rückentasche. Mittig angebracht. Ich konnte da weiter runtersetzen, darüber nochmal so eine Tasche setzen. Vorne dran nochmal eine für Taschenlampe etc. Da unten kann man natürlich auch nochmal einen Gürtelschlafen reinmachen oder auch was anderes befestigen. Das liegt ganz bei euch. So. Ich zerlege jetzt mal meinen bestehenden Rucksack. Dazu schauen wir erstmal innen rein. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Meine neueste Anschaffung ist ein Pulsoximeter.
einem der Videos, da messe ich den Sauerstoffgehalt, nachdem ich die Maske getragen habe, und dann ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, nachdem ich sie abgenommen habe, um festzustellen, ob da wirklich so ein großer Unterschied ist zwischen dem behaupteten Einatmen oder Reatmen von CO2. Gesund ist das nicht, denn es geht ja nicht nur ums CO2, es geht auch um Bakterien, um Pilze, die man dann halt, wenn man die Maske aufhat, wieder rückatmet. Also eine Maske auf längere Sicht oder längere Zeit am Tag zu tragen, ist nicht gerade sehr nützlich. Das Pulsoximeter schaltet sich automatisch aus. Ist in diesem Fall in einer sehr guten, schönen Box verpackt, die wasserdicht ist. So, ich habe schon gesagt, ich habe hier einiges dran. Und ich bin nicht gewillt, immer alles runter zu machen. Also zerlege ich erstmal die Tasche hier. Rückwärts geht das genauso. Man sieht die Schlaufe zurück. Dann wird die Schlaufe hier zurückgezogen. Und so webt sich das. Das ist in dem Fall jetzt viermal durchgewebt. So durch. Bis man dann schließlich und endlich die Tasche wieder in der Hand hält. So, das ist dann die Tasche hier. Die habe ich noch gesondert festgemacht oben, weil ich nicht will, dass sie so hin und her kippelt am Rücken. Brauche ich vielleicht beim anderen Rucksack jetzt gar nicht. Also diese Kordelstopper mit dem Paracord abmachen. Erstmal zur Seite. So sieht das hinten aus. Das sind relativ lange Schlaufen. Wolle, das ändere ich gar nicht. Dann habe ich schon gesagt, es gibt mehrere Systeme. Das ist das nächste, das hat keine Clips, wie ihr seht. Das hat solche überstehenden Teile, die sich dann hier fangen. Da muss man sich, um es wieder zurückzubauen, entsprechend weit reinziehen und dann durch die bestehende Schlaufe ziehen, die Schließe ziehen. Und dann geht die auch auf. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ein Stück weit runterschieben. Das Teil runterklappen. Durchziehen. Und schon kann man die abnehmen. Das sind dann extra Clips. So wie sie hier sind. Und damit ich die nicht verliere, beim nächsten Mal wieder habe, habe ich mir in den Expedition Taschen schon, sind da vorne eh schon welche drin gewesen. Hier stecke ich die mal rein, damit ich sie nicht verliere und bei jedem Taschen dann dabei habe. So. Ja, und so demontiere ich jetzt nach und nach alles, was dran ist. Das ist wiederum eine längere, aber mit Clips. Funktioniert genauso. Da habe ich meine Füllflasche drin, eine Nalgene-Flasche, 1 Liter und einen Tatonka Edelstahlbecher, mit dem ich dann auch mal Sachen heiß machen kann oder trinken kann, wenn ich unterwegs bin. Meiste Zeit trinke ich zwar, wenn es heiß ist, aus der Flasche, aber ich bin ehrlich gesagt auch etwas kaffeesüchtig und ja, liebe es da auch mal heiße Sachen zu machen. So, man sieht schon, das Volumen des Rucksacks nimmt ab. Die Sanitätstasche hat eine Besonderheit. Und die Besonderheit liegt darin, dass man sie komplett abziehen kann. Dann hat man nur diese Trägerplatte hier auf das Molle-System aufzusetzen. Das ist auch wieder das gleiche Verfahren mit Clips. Man schiebt es einfach wieder durch. Die Schlaufe hier im oberen Teil durch. Die Rückseite öse verhangen sich manchmal etwas. Aber wie gesagt, wenn man etwas übt, dann geht das alles relativ schnell. Und das kann man dann auch wieder anbringen. Es bleiben nur noch diese zwei Seitentaschen. In der einen, die kennt ihr ja schon aus einem vorherigen Video, da habe ich Taschenlampe drin und ein paar andere Sachen. Da gehen wir wieder genauso vor. Ja. Die hat wieder Clips. Und die letzte Tasche hier, das ist wieder eine
die das andere System hat, ohne Clips. Und da zeige ich euch aber später, da gibt es sogenannte Ace-Clips, die sind einfacher zum Fädeln wie diese Clips hier. Diese Clips hier, die sind etwas gewöhnungsbedürftig, weil man doch relativ lange braucht, um sie durch die Schlaufen wieder zurückzustoßen und so das Ganze zu demontieren. Die Ace-Clips, ach ja, die waren auf meinem Trikotsack, die zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe mir schon überlegt, mal alles wieder umzustellen auf Ace-Clips, dass es doch vereinfacher geht. So, die Tasche auch weg. Damit ist der fast leer. Das Einzige, was ich noch dran habe, ist ein Paracord-Band, eine Ringöse und ein Karabiner, in dem ich so meine Masken gebraucht einhänge. Die Ringöse, die werde ich jetzt auch abmachen. Die kommt dann zusätzlich an meinen Karabiner dran. Da ist ein kleines Packmesser, das sicherlich nicht als Waffe durchgeht. Und ein Chip für einen Einkaufswagen drin. Ja, ich habe zwar noch Sachen in den Seitentaschen, die bleiben aber drin. Das ist einmal ein Blasrohr mit Pfeilen und auf der anderen Seite eine Ersatzzähne für den Bogen samt Montagezubehör. Ja, damit ist die hier sozusagen leer. So, die Ace-Clips, die ich euch zeigen wollte. Ich mache das ein bisschen weg. Die Ace-Clips, das sind diese schwarzen Teilchen. Die werden einfach hier unten eingeklippt und lassen sich dadurch relativ schnell wieder öffnen und auch wieder schließen. Verriegeln sich selbst. Ist auf jeden Fall leichter als mit diesen Riemchen, mit dieser Rückfangsperre zu arbeiten. Denn die funktioniert wie folgt, man schiebt es durch und wenn es ganz durchgeschoben ist und man es zurückzieht, dann bleibt das Teil hier hängen. Ja, ihr seht es. Allerdings ist es dann eine ziemliche Friemelarbeit, das wieder da durchzukriegen. Ja. Wenn es so heraus ist, geht es relativ rasch und schnell. Wenn es an einem Rucksack befestigt ist, dann muss man da schon einigermaßen hinarbeiten. Gut. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich will diesen 5-Liter Rucksack jetzt für Molly umrüsten. Heute war ich schon unterwegs damit. Die Regane-Flasche, die eigentlich da rein gehört, war einfach so drin. Auch noch ein Poncho. Und vorne hatte ich nur drin ein Brillenetui, ein Brillenreinigungstuch, Latex-Handschuhe und Bluetooth-Headsets. Und hier unten, was man immer dabei haben sollte, Papiere und eine Stirnlampe. Ja, mehr war es nicht. Die kann man auch wieder hier, man sollte immer so flach wie möglich gezurrt haben, wenn nichts drin ist, sollte man hier die Schließen entsprechend anziehen. Jetzt räume ich erstmal hier ein bisschen ab und dann sehen wir uns wieder. So, zuallererst die wichtigsten Teile. Also ich finde, es ist für mich am wichtigsten, diese Teile mitzunehmen, die ich auf den Rucksack aufsetzen werde, ist einmal eben meine Erste-Hilfe-Set. Das braucht man immer mal wieder. Und das werde ich so aufsetzen, dass es steht unten ein Stück über, da nicht zu weit nach unten kommt. Man schaut also, dass man die Schlaufen hier möglichst oben durchzieht und möglichst mittig. Es bleibt eine Reihe frei. Ich kann mich jetzt entscheiden, mehr links oder mehr rechts. Ich gehe jetzt sofort mehr auf diese Seite nach vorne und ziehe das in Abstand von einem durch. Mache genauso weiter. Molly hat den Vorteil, man kann sich eine Ausrüstung halt immer so zusammenstellen, wie man es gewohnt ist oder wie man es neu will und hat aber immer alles beisammen. Ich packe die Tasche nicht aus oder um in ein anderes Gefäß, sondern ich kann es gleich so, wie es ist, hier umbasteln. Und schon habe ich mein Erste-Hilfe-Set erfolgreich von A nach B transferiert. Da ist noch ein Abreißclip dran, das ist ein Abreißschutz, damit nicht irgendjemand hier runternimmt. Ja, und schon habe ich meinen 5-Liter Rucksack um ca. 2 Liter Volumen erhöht. Jetzt ist es ein 7 Liter Rucksack. Hier oben hat man nochmal die Möglichkeit, was anzuhängen oder anzubringen. Manche haben ja auch noch unten solche Trägerschlaufen, hier jetzt nicht.
Brauche ich auch nicht. Ja, was auch immer dazu gehört für mich ist meine Trinkflasche. Wenn man den Rucksack trägt, dann sollte man sich überlegen, auf welcher Seite man den Truff, die Trinkflasche greifen will, ohne ihn absetzen zu müssen. In meinem Fall links. Also würde ich ihn jetzt auch auf dieser Seite hier, wenn man den Rucksack umdreht, auf der linken Seite anbringen. Das sieht man hier, da habe ich auch wieder dieses Molly-System. Und das passt genau dazu, um diese Flasche hier festzumachen. Also ich bin schon oft mal durch die Gegend gerannt und die Clips waren dann unten offen, diese Druckknöpfe. Hat aber sich keinerlei Auswirkungen auf die Haltbarkeit. Ist ja auch oft genug oben und unten durchgewoben. So, schon habe ich an meinem Rucksack auch meine Negane-Flasche mit einem Liter befestigt. Ja, und so mache ich dann weiter, bis ich fertig bin. In dem zuerst gezeigten Rucksack kann man diese Dinge natürlich auch so einfach reinlegen mit den Clips und hat trotzdem einigermaßen Ordnung. Ich habe ja, hier habe ich schon gesagt, meine Lichtausrüstung drin. Ich habe dazu jetzt auch noch einen etwas schwereren, den ich nicht gezeigt habe. Da ist in der Decke für meine Tatonka Edelstahltasse drin, damit man auch mal Reis kochen kann, was anderes kochen kann. Ein Messerschärfer. Nochmal Feuer in zwei Döschen. Ich denke, da ist Salz und Pfeffer drin. Ein Multitool, ein Messer. So einen selbstgeschnitzten kleinen Schaber. Mit dem hole ich mir immer das Harz von den Bäumen. Ein Feuerstarter-Set mit Stahl und Zunder. Da hinten habe ich noch ein kleines Gier drin. Das ist ein Göffel. Viele kennen den schon. Ganz einfach, wenn man das dabei hat, dann auch mal Suppe essen kann oder mal was anderes essen kann. Und setze ich jetzt noch einen Kocher drin. Ein Robokocher. Alles, was ich für meine Tasse zum Kochen so noch brauche, inklusive einem ziemlich unsinnigen Tool. Da kann man nämlich mit Feuerzeugbenzin einfüllen und hat dann auch noch mal so eine Feuerstartmöglichkeit, also auch ein Feuerstahl dran. Ja. Feuer kann man nie zu viel dabei haben. Wenn eines ausfällt, hat man immer noch Ersatz. Ja, hier würde auch noch mal einiges an Sachen reingehen. Allerdings, ja, will ich ja nicht übertreiben, viele der Sachen, die ich drin habe. Nehmen schon genug Platz weg. Camper sind diese Dinge einfach dadurch, dass manche ein Symbol drauf haben, das auch nachtleuchtend ist, andere wieder nicht. So kann ich auch im Dunkeln erkennen, was ich gerade greife. Diese nachleuchtenden Pads, die finde ich ganz gut. Ansichtssache, es gibt auch so Lichter, die ewig leuchten. Funktionieren auf Basis von Radioaktivität, geringer Radioaktivität, immer so einen grünen Leuchteffekt. Kann man dann außen auch dran machen, sind wirklich ganz, ganz kleine Punkte, aber man findet seinen Rucksack am Dunkeln wieder. Und darauf kommt es ja wohl an. Ja, dann zeige ich euch dann später nochmal, wie ich den Rucksack fertig habe. Ich habe jetzt nicht mehr vor, die dran zu machen, weil ich immer noch genug Platz habe. Es ist dieses Hauptfach ist ganz komplett leer, da komme ich jetzt erstmal. Die schweren Sachen rein, die trägt man möglichst beckennah. Der Poncho kommt auch da schon mal rein. Meine Tasche für Licht und Co. auch. Die Schnüre hier. Ich habe auch vorne da noch viel Platz für die Tasche. Da ist jetzt wieder nur mein Brillenetui drin, ein Grenzschutztücher, Bluetooth-Headset und die Handschuhe. Wobei ich hier auch noch mal Handschuhe drin habe, aber die habe ich da, weil ich mir irgendwo hier reinpassen muss, was nicht so angenehm ist. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist, ich sage, das zweite Fahrzeug ist komplett leer. Da habe ich noch viel Stauraum. Ja, jetzt machen viele Leute auch noch den Tragefehler, die lassen es so, wie es ist. Und ja, das ist natürlich ein bisschen ungut, dafür sind nämlich diese Gurte hier da. Dass man das so weit wie möglich zusammenzieht. Und hier unten haben wir jetzt einen Gurt. Ja,
eigentlich verbaut, der passt nicht mehr um die Flasche rum. Das ist gar nicht so tragisch, weil man diese Gurte hier auch durchziehen kann. Ja? Oder man will eben, dass die Flasche einen Zusatzinhalt hat, dann kann man die auch um die Flasche rum machen. Also es reicht vollkommen aus. So, dann zieht man das so weit es geht zusammen und wieder so wenig wie möglich an Packmaßfläche zu verlieren. Also was man näher am Rücken trägt, also im Körper trägt, zieht eigentlich nach hinten. Je mehr Gewicht man nach hinten verlagert, desto schlechter ist es, wenn man trägt. Desto anstrengender wird die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. Der Riemen so gut es geht anziehen. Hier unten haben wir auch wieder einen Riemen, den man durchführen hätte können oder immer noch durchführen kann, aber ja, ich mache das immer so, dass ich drum herum gehe. Dann halte ich nochmal zusätzlichen Halt auf diesen Taschen. Die ist übrigens auch noch komplett leer, bis auf ein paar Kleinigkeiten, was ist da noch drin? Ja, eine Powerbank, einen Löffel und die Pläne, Wanderkarten der näheren Umgebung. Das war es auch schon, mehr ist da nicht drin, also da habe ich auch nochmal viel Platz. Da vorne ist eigentlich gar nichts drin, habe ich schon mal gezeigt, nur vorher stand schon da ein Stift. Und innen drin habe ich hier ja, Ladekabel und ein Gimmick, das man auch an dem Rucksack befestigen kann, damit man nachts gesehen wird. Sollte man natürlich nicht benutzen, wenn man nicht gesehen werden will. Klingt auch schön. Oder es aus mit den entsprechenden Ersatzbatterien. Ja, mir ist es schon mal passiert, dass mich jemand fast überfahren hätte, weil er mich eben nicht gesehen hat. Also wenn ich auf der Straße lang gehe, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und mache mich irgendwie kenntlich. Ja, der passt ganz gut hier rein. Auf der anderen Seite hier in dem kleinen Teil hier, in dem hier, ist nur eine zusammengefaltete Tragetasche, die man zum Einkaufen benutzen kann. Und vorne das Fach ist, soweit ich weiß, komplett noch leer. Ja. Hier würde ich hinten auch nochmal meinen Trinkrucksack eben reinpassen, den ich momentan nicht brauche. Im Prinzip ist das schon wieder so wie ein B&B. Da könnte ich jetzt mehr mitnehmen als mit meinem 5 Liter Rucksack. Ist jetzt das gleiche drin im Prinzip. Ja. Und wenn man den trägt, am Rücken trägt, das hängt schon sehr weit nach hinten. Aber das stört mich jetzt in dem Fall nicht so sehr. Kann man natürlich auch noch hier irgendwo oben festmachen. Dazu hätte ich vielleicht dann doch noch die Seile benutzen können. Das Paracord. Aber wenn man so einen Rucksack trägt, dann sollte man ihn so tragen, dass der Hüftgurt, der ist hier bei diesem Modell leider ohne diese Polsterung geliefert worden, die habe ich nachträglich bestellt, den Hüftgurt gut anzieht, auf das ganze Gewicht auf der Hüfte aufsitzt und die Träger müssen oben an der Schulter eigentlich gute Fingerbreit leer sein. Die sollen nicht aufliegen. Das Hauptgewicht trägt dann die Hüfte und der Beinapparat und nicht die Schulter. Damit hat man auch mehr Freiheit in den Armen, anstatt dass es eben so runterzieht. Wenn es die Schulter so runterzieht, das ist auch nicht schön. Ja, das wird jetzt in den nächsten Monaten mein täglicher Begleiter werden in die Arbeit. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hätte noch eine Frage an euch. Eine ganz einfache Frage. Was würdet ihr als Minimalstes mitnehmen, wenn ihr in den Backasphalt rausgehen müsst? Waschkrafter oder Buschkrafter haben ja meist sehr wenig dabei. Die setzen ja auch auf Minimalismus. Profi-Prepper, die nehmen ihren Inch mit 30 Kilo. Aber was seht ihr als Mindestvoraussetzung? Und vielleicht dann noch eine Stufe drauf als, ja, sag mal, hilfreich. Ich will jetzt keinen kompletten B&B haben, sondern nur wirklich das, was man mindestens mitnehmen sollte. In meinem Fall würde ich sagen, Wasser, ein Wasserfiltersystem von Katadyn, die erste Hilfetasche, ein Messer, das wäre es eigentlich schon.
was ich so als Mindest sehe, was ich brauche. Natürlich, wenn ich gut draußen bin und es ist Winter, brauche ich noch was zu essen. Weil da finde ich nichts, da kann ich auch schlecht was sammeln. Aber an sich wäre das so meine Vorstellung von der Mindestausstattung. Was ich jetzt eingepackt habe, ist eigentlich schon teilweise Luxus. Da käme noch dazu, aus meiner Sicht jetzt ein Tarp, 4x4 Meter und eine Hängematte. Beziehungsweise, wenn man nicht die Hängematte hat, dann eine Isomatte. Ich benutze da eine aufblasbare Isomatte. Warum? Weil die weniger Gewicht hat und auch weniger sperrig ist. Aber schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so mitnehmen würdet. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.